Die blühenden Landschaften sind unterwegs. Und blühende Landschaften. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Die zukunftsfähigen Arbeitsplätze lassen in der ehemaligen DDR noch auf sich warten. Die versprochenen blühenden Landschaften, der wirtschaftliche Aufschwung, kommen nur schleppend voran. Stattdessen Industrieruinen. Viele Betriebe, große wie kleine, werden abgewickelt. Die Beschäftigten ebenso. Wir haben uns die Wiedervereinigung anders vorgestellt. Die Menschen kämpfen um ihre Arbeit. Vor allem die Frauen. Sie werden entlassen, zurückgedrängt an Heim und Herd. Der DGB organisiert die Kämpfe im Osten und wirbt im Westen um Solidarität mit den neuen Ländern. Demokratie fängt beim Teilen an und noch immer 10 Jahre nach der Wiedervereinigung ist im Osten die Arbeitslosigkeit größer, sind die Löhne geringer. Wo Wirtschaft und Politik die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften suchen, da entstehen auch zukunftsweisende Betriebe. Zum Beispiel Ecostahl in Eisenhüttenstadt. Heute eines der modernsten Stahlwerke Europas. Und auch die Zahl der Beschäftigten steigt langsam wieder. Wir haben auch einen Mangel in der Gesellschaft an Demokratie. Für mich sollte Demokratie auf jeden Fall so sein, dass über Solidarität läuft. Wie soll es anders funktionieren? Demokratie ist eine Form von Mitbestimmung, wie Solidarität es eben auch ist. Es ist ein Geben und Nehmen und Teilen, Einschränken von Macht sollte es jedenfalls sein. Und deshalb gehen die beiden Sachen eben so eng zusammen.